Willkommen zur ersten Ausgabe des Video Newsletter 2022 der European Helicopter Association. Mein Name ist Christian Müller und ich bin der neue EHA-Vorsitzende und technische Direktor. In dieser Ausgabe werde ich Ihr Gastgeber sein und Sie durch die Veranstaltung der EHA begleiten und einige unserer Arbeiten vorstellen. Zunächst möchte ich aber zwei Mitglieder willkommen heißen. Zuerst Boeing Global Services mit Schwerpunkt auf innovativen Dienstleistungen wie Engineering, digitale Luftfahrt und Analytik sowie Lieferketten, Logistik und Schulungsunterstützung. Finnhems Flight Services, sie bietet medizinische Hubschrauberdienste an. Das Unternehmen operiert von 6 Basen aus und kann auf eine mehr als 30-jährige Erfahrung in Finnland zurückblicken. Dann gratulieren wir unserem Mitglied Bayard, vertreten durch Herrn Wesley Poland, der im Namen der EHA und unserer Branche in der EASA Taskforce mitarbeiten wird. Diese befasst sich mit alternativen Vertiports für sichere Flüge und Landungen en route. Ziel ist es, Ausweichflugplätze zu schaffen, an denen ein Fluggerät mit VTOL-Fähigkeit landen kann, wenn es unterwegs in einen anormalen Zustand oder eine unerwünschte Situation gerät. Wir freuen uns übrigens immer darüber, wenn Sie bereit sind, als Experte unsere Regierungsinitiativen zu unterstützen. Unterdessen wissen wir alle, dass dies im Nachhinein einen großen Unterschied machen kann. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre Branche unterstützen wollen. Sehen Sie sich auch die neueste digitale Ausgabe von Rotor Hub an. Auf der Webseite des Magazins lesen Sie, was unserer Meinung nach die Heli-Industrie in den nächsten Jahren prägen wird. Die EASA hat den europäischen Plan für Flugsicherheit von 2022 bis 2026 veröffentlicht. Er befasst sich mit Sicherheitsfragen, die sich aus Covid-19 ergeben und nennt Themen für den Gesetzgebungsprozess, um die Modernisierung des Luftfahrtsystems im Hinblick auf Sicherheit und Effizienz zu unterstützen, gleichzeitig äquivalente Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und schließlich den Umweltschutz zu berücksichtigen. Es handelt sich um ein umfassendes Dokument, das interessante Hintergrundinformationen über die Bemühungen der EASA bei der Erstellung von Vorschriften liefert. Die EHA und die HAI stimmen sich in Bezug auf die 5G-Richtlinien und Vorschriften eng ab. Wir wollen damit sicherstellen, dass alle potenziellen Risiken für unsere Mitglieder erkannt und gemildert werden. Wir halten uns gegenseitig über die Entwicklungen und möglichen Lösungen auf dem Laufenden. Wir sehen 5G als ein umfassendes Thema an, das angegangen werden muss. Die 5G-Technologie wird es Ihnen in Zukunft auch ermöglichen, über das 5G-Netzwerk wertvolle Informationen zu erhalten, die dazu beitragen, Ihren Flug sicherer zu machen. Im Moment ist dies aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen noch recht schwierig. Wir arbeiten daran, es einfacher zu machen. Beide Organisationen arbeiten an Themen, die uns alle betreffen. Die US-Industrie steht vor ähnlichen Herausforderungen wie wir in Europa. Es ist sinnvoll, in diesen Fragen zusammenzuarbeiten und gemeinsame Lösungen zu finden. Die Koordinationssitzungen in der Arbeitsgruppe der beiden Verbände helfen, bewährte Verfahren und Feedbacks auszutauschen. Weitere Einzelheiten werden wir in den nächsten Monaten kommunizieren. Ein toller Event, auf den wir uns freuen, ist die Helico in Scholle am 14. und 15. Mai 2020. Dort werden Mitglieder von ganz Frankreich dabei sein. Verpassen Sie dieses wichtige Ereignis nicht und kommen Sie mit uns nach Scholle. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge unserer Nachrichten und Rückblicke gefallen hat und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder zu sehen. Sie können uns auch über secretary@eha-heli.eu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Und nicht vergessen, Fliegen ist wunderbar, Schweben himmlisch. Bleiben Sie gesund und many happy landings.